F1 Race Stars. Nein, Sascha, das ist Trackmania Stadium, der neueste Teil der inzwischen ziemlich beliebten und ziemlich berühmten Reihe. Da ist es diesmal so, der heißt es in der Open-Beta-Phase, haben wir gespielt. Heißt in dem Fall, 15 Strecken sind schon drin im Solo-Modus. Insgesamt soll es 65 noch geben. Und die 65 werden dann erst freigeschaltet zu einem späteren Zeitpunkt. Und wenn man 10 Euro bezahlt, es ist also nicht ganz kostenlos das Ganze, bleibt aber vom Grundprinzip her das gleiche wie bisher. Heißt, man fährt gegen die Zeit über mal einfache, mal ziemlich komplizierte Strecken. Und es ist also kein so Rennspiel im üblichen Sinne, wo man irgendwie gegen 8 Gegner antritt oder so gleichzeitig, sondern wenn, dann fahren die als Ghosts rum und man versucht einfach eine Zeit zu schlagen. Das klingt erstmal ziemlich simpel, ist aber unfassbar süchtig machend, weil die Steuerung auch darauf ausgelegt ist, dass alles sehr simpel und einfach bleibt. Also kann man echt locker mit den einfach Tastaturtasten zocken. Aber man kann halt irgendwie unglaublich viele perfektionierte Dinge rausholen und dann einfach so Millisekunden schneller werden. Und es wird dann direkt verglichen mit den eigenen Freunden und eben auch online mit den Leuten zum Beispiel aus Nürnberg. Dann sieht man zum Beispiel, bin ich der Beste in Bayern oder der Zweitbeste in Deutschland, solche Geschichten. Das macht extrem Laune und man drückt dauernd wieder auf Entfernen, weil das heißt zurücksetzen am Anfang von der Strecke und versucht es aufs Neue, weil man immer weiß, ich kann noch besser, ich kann noch besser. Oh, das kenne ich, das ist nervig, auf Dauer, für einen selber. Dass man immer besser werden will. Das ist gar nicht mein Anspruch. Ja, aber ich werde immer besser, deswegen ist es genau das Richtige für mich. Achso, ja gut, dann bringt es ja auch was. Und wirklich besser wird man auch, wenn man hier so online dann spielt. Also es gibt dann hier diverse Server eben, wo man sich dann beteiligen kann. Ist dann einfach so, dass dann da, sieht es hier verwirrend aus. Man kann natürlich auch diverses abschalten an Anzeigen, an Gegnerautos und so. Hier fahren dann irgendwie gefühlt 64 Leute gleichzeitig auf der Strecke rum. Die können sich aber, wie man hier gerade gesehen hat, nicht gegenseitig wegrammen oder so. Ist einfach nur, dass man weiß, da fahren andere und die versuchen auch eben diese Zeit zu schlagen. Und wer nach einer bestimmten Anzahl von Minuten oder Stunden dann am schnellsten war, der hat dann gewonnen. Und da werden eben dann auch die, vor allem dann auch die komplizierteren und cooleren Strecken gefahren. Also wie hier zum Beispiel mit so Rampen und so, wo halt ein Fehler sofort das Ende ist. Zumindest der Bestzeitende. Das hat so ein bisschen was auch von Micro Machines früher. Ja, aber Micro Machines war ja im direkten Duell immer und so. Großer Teil von Trackmania war und ist auch schon immer die Editorengeschichte. Also jetzt hier gibt es natürlich wieder einen Auto-Editor. Da kann man dann seine Karre umfärben, umlackieren, Schriftzüge draufpacken, irgendwelche Nummern und so weiter, Aufkleber. Gibt es diverse Sachen, kann man dann abspeichern und sich eben eigene Autos zusammenstellen. Und ganz wichtig natürlich der Streckeneditor. Der ist nochmal ein bisschen komplexer geworden, hat neue Teile. Ich zeige mal hier kurz im Zeitraffer letztendlich eine ganz simple Geschichte, eine ganz simple Strecke. Das dauert dann in Echtzeit vielleicht eine Minute. Wenn man sich da richtig reinfuchst, kann man unglaublich geile Stuntgeschichten und sowas bauen. Und das Coole ist eben, dass man einfach dann einmal auf den Knopf drückt und schon ist man direkt in der Strecke drin, kann sie ausprobieren, kann sie dann eben auch online gegen seine Freunde fahren oder eben selber sich so ein Streckenset erstellen und da Bestzeiten aufstellen. Und generell ist aber einfach so, Trackmania bleibt Trackmania, da wird kein Rad neu erfunden, aber ich finde so als Casual-Party- und Spaß-Rennspiel, was man mal zwischendurch mal kurz so süchtig machend spielt, ist es einfach total geil. Kurzsüchtig machen. Kurzsüchtig. Ja, so ist das.